Zum Finale beim diesjährigen Kultursommer in Purkersdorf trat der Kabarettist, Schauspieler und DJ David Scheidt mit seinem Programm Entschuldigung, haben Sie auch einen fetteren Beat? auf. Das Programm befasste sich intensiv mit Hip-Hop, aber auch mit sozialen und politischen Themen. Mit Hip-Hop ging der Purkersdorfer Kultursommer vergangenes Wochenende zu Ende, und zwar mit David Scheidt. Abgründig schlau und sehr sympathisch, so wird der Gewinner des Wiener Kleinkunstnagels beschrieben. Hip-Hop, 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 Polizatire und, wie soll ich sagen, Bullshit. Ja. Wie ist es heute? Ist es eher so 50-50 oder mehr musikalisch lastiger heute jetzt bei dir oder mehr kabarettistisch? Naja, es ist viel Musik. Ja, ich glaube, es überwiegt 60-40 Musik zu gesprochenem Text. Wobei, ja, ich weiß es nicht, ich habe es noch nie abgestoppt, aber ja, ungefähr, schätze ich mal. Occupy Cavalry! Vielen Dank. Man kann sich jetzt natürlich die Frage stellen, warum so aggressiv? Ja. Das erste Sample, das erste Sprachsample, das hier abgespielt wurde, enthielt sofort Schimpfwörter wie Pornos, Arschlöcher und deutsche Stand-Up-Comedy. Ja, that's Hip-Hop. Da müssen wir heute, darf ich eh du zu Ihnen sagen? Ja, super. Da müssen wir durch, also ich bin sehr gewöhnt. Auch wenn die großen Open Airs ein zweites Mal Corona-bedingt ausfallen mussten, die Stadtgemeinde Purkersdorf ist mit der Lösung im heurigen Jahr zufrieden. Das war so in die Richtung, schauen wir mal, was passiert, wer überhaupt noch zu Konzerten gehen will, ohne Angst, ohne, ich weiß nicht, irgendwelche Ressentiments, die halt in Corona-Zeiten Tag und täglich da waren. So. Und ich bin eigentlich sehr zufrieden, weil das Ganze hat super funktioniert. Wir haben Highlights gehabt, eben die Needle, Floris. Wir schauen ja immer, dass wir vor allem jetzt in Corona-Zeiten oder in der Zeit der Pandemie, wo wir den Kultursommer die letzten zwei Jahre so großartig über die Bühne gebracht haben, dass die Mischung aus regionalen Künstlern, Kabarett, Musik, dass es wirklich ein gutes, stimmiges Bild ergibt. Heuer auch besonders gelungen durch die Klassikkonzerte und die Kinderkonzerte. Und ja, wir befinden uns ja jetzt schon leider wieder im Finale des Kultursommers. Es ist jetzt die letzte, ich sag jetzt mal, Abendveranstaltung. Speziell für den Purkersdorfer Kultursommer spielte Scheidt ein letztes Mal sein Kabarettprogramm über fetten Beat, in dem er über die generationenübergreifende Kulturgeschichte des Hip-Hop erzählt. Von den Anfängern im 5. Jahrhundert über Walter von der Vogelweide bis hin zu den heutigen Rappern. Kennt man den Begriff Battle Rap? Wenn sich zwei Rapper gegenüberstehen, Rapperinnen, und sich aufs Blut beschimpfen, oder ihre Mütter meistens. Und wer die Mama mehr beschimpft hat, gewonnen, das ist Battle Rap, ja. Kultursommer in Purkersdorf ist eigentlich schon über die Grenzen Niederösterreichs sehr bekannt. Viele bekannte Künstler, auch inklusive dir, die hier auftreten. Wie findest du die ganze Veranstaltung? Bist du das erste Mal hier oder warst du schon öfters? Nein, beim Kultursommer in Purkersdorf zum ersten Mal. Aber ich habe viel, in Gablitz war ich immer viel, weil wir da aufgelegt haben. Und da ist eigentlich das entstanden, was die Grundlage für das Kabarett dann war, in Gablitz. Und dann haben wir einmal in Purkersdorf, in der Stadthalle, heißt das so, Stadthalle Purkersdorf, glaube ich, ja, haben wir einmal aufgelegt und die wussten nicht, was sie sich da herholen mit uns Hip-Hop-DJ, und sie wollten eigentlich Gigi D'Agostino hören, hatten wir nicht. Und ja, da waren dann 5 enttäuschte Menschen und für die haben wir in dieser Stadthalle gespielt. Also das ist mein Purkersdorf-Auftritt, den ich bis jetzt hatte, und ich hoffe, heute wird es besser. Ich glaube, ich weiß es. Mein Rappen trägt Sattel aus Gold, dein Esel nur Fessel und Tuch. Mir ist das Buchfräulein heut. Du kriegst Besuch vom Eunuch. Skrrr.